Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Chris. Heute geht es mal nicht nur um den Offroad-Camper, denn ich habe eine kleine Umfrage mal gestartet auf Instagram. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Heute geht es mal um ein bisschen was anderes. Der Offroad-Camper kommt ganz am Ende vom Video. Wenn es nicht interessiert, guckt unten in die Videobeschreibung. Ich habe da wahrscheinlich die Timestamps eingefügt, wo es dann um den Offroad-Camper geht. Da gibt es nur ein kleines Update. Ansonsten geht es heute um eine Renovierung. Ja, und vorab, ich habe diese Woche ein bisschen gefaulenzt. Ich war ein paar Tage weg, habe ein bisschen Urlaub gemacht am Ende der Welt, da wo es nur eine Straße gibt. Die eine Straße, die man reinfährt, die fährt man auch wieder raus. Da gibt es keinen Handyempfang, da gibt es minimal WLAN. Und es hat ein bisschen geregnet, es hat ein bisschen länger geregnet. Und von daher habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, was Schönes zu lesen. Zeit mit der Familie verbracht und habe zum Thema Offroad-Camper-Umbau fast gar nichts gemacht. Deswegen heute mal habe ich was aus der Schublade gekramt zum Thema Renovierung bei den Schwiegereltern. Jetzt im ersten Teil werde ich euch zeigen, wie ich das Kabel gepflegt habe. Also hier sieht man die Heizungssteuerung. Dahinter dem Putz verläuft das Kabel. Das sieht man hier unten, schaut es raus. Ich habe schon ein bisschen aufgestemmt. Das läuft knapp an der Kante runter in den Keller. Da sieht man den Schlitz, wo reingesägt wurde, und das muss gepflegt werden. Das schneide ich ab. Da sieht man noch von der Seite und von oben, dass es ein bisschen rausschaut. Ich habe es mit dem Yukari-Messer, mit dem Dosenmesser abgesetzt. Hier zeige ich euch gerade nochmal, wie ich das gemacht habe. Drehen, knicken, abziehen, und dann kommt man ganz easy an die Leitungen dran. Funktioniert ganz gut. Binder und die Zange dazu. Ich habe ein bisschen was reingepflegt, die Kabel verlängert. Hier sieht man es, denn ich muss das Ganze noch in die Wand reinbekommen, tiefer rein verlegen. Hier sieht man ja, ich habe ein bisschen was aufgeklopft, tiefer in die Wand rein. Und das Ganze muss ich dann noch ein bisschen isolieren, nachträglich. Hier sieht man es jetzt. Eigentlich hätte ich gerne ein Schrumpfschloch verwendet, habe ich aber nicht. Also habe ich Isoband genommen, Isolierband, habe das tief in die Wand festgemacht, fixiert, damit es nicht mehr absteht. Und das kann man jetzt, wie man sieht, verputzen, ohne dass man dann irgendwo Nagel reinhaut oder mal mit dem Messer reinschneidet. So, und dann habe ich nochmal ein Stück Pappe reingesetzt, um die Trennung zwischen dem Boden und der Wand sicherzustellen, damit es da keine Übertragung gibt bei den Geräuschen. Das Ganze habe ich dann nochmal aufgefüllt, zugemacht. Kommen wir zum zweiten Projekt. In der Küche sind die Gurtantriebe elektrisch, aber die Gurte sind trotzdem noch vorhanden. Also die werden da unten einfach nur aufgewickelt. Diese Antriebe werden aus der Wand rausgenommen. Dahinter sind da Kabel, die wollte ich gerne verlängern, um oben an den Gurtkasten, an den Rollladenkasten, wo die Rohrmotoren eingebaut werden, den Strom hinzubekommen und ohne die Fliesen aufzuhauen. Die sollten also unbedingt drin bleiben und nicht beschädigt werden. Und das zeige ich euch jetzt hier, wie ich es gemacht habe. Links der Gurtmotor. Der Gurt ist rausgemacht. Auf der rechten Seite das gleiche Bild. Gurt ist schon raus aus dem Gurtantrieb. Das Ding wird einfach rausgeschraubt. Oben, unten zwei Schrauben lösen und rausziehen den Kasten. Das ist ganz easy. Natürlich auf beiden Seiten. Unten die Kappe wird einfach rausgemacht, rausgeschraubt. Und man kann den Kasten rausziehen. Und dann sieht man hier im nächsten Bild, das ist dieser Hohlraum, wo die Kabel auch drin versteckt sind. Da will ich mit dem langen Bohrer reinbohren. Und hier seht ihr es, knapp über der Kante, über den Fliesen habe ich angesetzt. Erst waagerecht rein und dann nach unten diagonal hinter den Fliesen her in diesen Hohlraum hinein. Dann habe ich noch ein paar Schlitze gemacht. Detailschritt. Ging es darum, im Wohnzimmer noch ein paar Steckdosen zu versetzen, damit man den Fernseher an die Wand hängen kann, und dahinter die ganzen Kabel zu verstecken. Die Steckdosen sollten dahinter verschwinden, die Datenleitungen und dergleichen, alles was dahinter soll unsichtbar dahin kommen. Wie wir es gelöst haben, seht ihr gleich. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was Außergewöhnliches ausprobiert. Leute, Tag 2 der Elektroumbauten hier im Haus meiner Schwiegereltern. Ich habe schon mal wieder losgelegt, ich habe mich in die Fetzen fliegen lassen, die Pläne haben sich leicht geändert.
Nicht schlimm, kann man alles machen. Ist nur ein bisschen mehr Arbeit jetzt. Hier ist ja der Kanal runter verlegt, von oben rechts nach unten rechts, um nochmal ranzukommen, um Kabel nachträglich zu verlegen. Und jetzt kam die Idee auf, wir machen einfach von hier nach da und da hoch das gleiche nochmal, um nachträglich WLAN-Kabel, LAN-Kabel oder andere Leitungen nochmal nachträglich zu verlegen. Und hier unten seht ihr, ich habe schon ein bisschen Schutt produziert. Ich habe das Ganze schon ein bisschen aufgeklopft. Ich gehe mal näher ran. Hier. Da kommt man rein. Hier unten kommt dann auch nochmal eine Dose dazu, wo man von hier aus nach oben und zur Seite die Kabel verlegen kann. Nachträglich. Dann geht das Ganze hier rüber. Dann kommt hier nochmal eine Dose hin. Das gleiche Prinzip. Man kann hier rüber, nach links oder nach oben. Bis hier oben hin, da kommt man auch wieder rein, seine Kabel nachträglich reinziehen und dann hier ganz normal hier vielleicht rausgucken lassen, also durch die rechte Dose hier die Kabel rausführen an den Router oder was auch immer dann da später stehen wird. Ja, und dann hier unten da nochmal die Steckdosen vielleicht nochmal ein bisschen neu aufteilen und dann haben wir wieder einen Tag rum. Und hier sieht man jetzt eine Abzweigdose, das sogenannte Schlangennest, da habe ich einen Schlitz gemacht. Oben Richtung Decke, um da dann eine Dose zu setzen, damit das Kabel, was man jetzt da oben sieht, an dem die Esstischlampe hängt, ein bisschen schicker zu verlegen. Also das Kabel, so wie es da oben am Balken ist, bleibt. Die Kabel werden etwas schöner verlegt. Die Unterputzdosen habe ich dann statt mit Putzdeckeln einfach mit Klebeband zugeklebt. Das funktioniert auch ganz gut. Einfach ein bisschen vorsichtig aufklopfen, das Ganze, um die Dosen darunter wieder freizulegen. Kann man ja hier sehen, einfach ein bisschen vorsichtig die Ecken abklopfen. Dann habe ich es mit einem Cuttermesser aufgeschnitten, die Dosen. Und das Ganze auch bei den Abzweigdosen, die in den Ecken der Kabelkanäle verlegt sind, verbaut sind. Da habe ich das Gleiche gemacht, wie man hier sieht. Einfach noch das Papier hinten rausziehen, das ist alte Tapete, damit mir der Gips oder der Putz später nicht von hinten in die Dose reinfließt und alles verstopft. So ein bisschen das Ergebnis. Die Dosen sind alle zugänglich. Man könnte jetzt hier die Kabel verlegen nachträglich. Der Kanaldeckel kann auch geöffnet werden, wenn man möchte. Und dann gibt es noch ein bisschen Endmontage und Verdrahtungsarbeiten und das war's. Das war's mit meinem Heimwerker-Bastelprojekt. Ein bisschen Elektroinstallation, Renovierungsarbeiten. Und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten, was den Camper angeht, beziehungsweise den Pickup. Und zwar, ihr habt ja im letzten Video gesehen, ich habe einen Nissan Navara angezahlt. Der hat mich einigermaßen überzeugt, der war ganz gut. Vereinbart war, dass der Wagen neu TÜV bekommt und der Innenraum Aufbereitung bekommt. Dann kriege ich die Unterlagen alle zugeschickt, kann den Wagen anmelden und fahre dann mit den Unterlagen und den Schildern den Wagen abholen. Jetzt aber ein Problem. Das Problem war beim TÜV. Der Wagen hat nicht auf Anhieb TÜV bekommen, denn es hat eine ABE-Nummer gefehlt. Ich weiß nicht genau für welches Teil, habe ich noch nicht rausbekommen, aber für irgendeines dieser Teile, eventuell die Abdeckung hinten für die Ladefläche, da ist ja hinten zugemacht, ist was drauf. Dass da eventuell die Nummer nicht gefehlt hat und der TÜV gesagt hat, ist nicht. Der Händler hat dann über Nissan versucht, da irgendwie einen Nachweis dafür nachzutragen, was zu organisieren an Informationen, dass das Ding zugelassen ist und hat schon mal gedauert, bis das funktioniert hat. Wir haben einige Zeit jetzt warten müssen. Ich habe jetzt einen Anruf bekommen, dass er jetzt die Unterlagen losschickt. Der TÜV ist gemacht und im Laufe der nächsten Woche, ich hoffe bis Mittwoch spätestens, sollten alle Unterlagen da sein, dann kann ich die Kiste endlich anmelden. Wenn bis Mittwoch die Anmeldung rum ist, dass ich dann Freitag, Samstag, wenn es klappt, irgendwie losfahre nach Eschwege und den Wagen endlich abholen kann. Ja, waren jetzt zum Thema Offroad-Camper und Fahrzeugumbau leider nicht so viel Informationen, ist einfach nichts gelaufen. Gab viele Verzögerungen, ich habe zwischendurch ein bisschen Urlaub gemacht, dafür andere Projekte, auf denen ich viel Zeit verbracht habe. Ich habe die Renovierung, die ihr jetzt hier gesehen habt,
habe ich mitgemacht. Ich habe im Umzug mitgeholfen. Ich habe zwischendurch eine Küche aufgebaut. Und lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie euch jetzt dieses Video gefallen hat. Mal was anderes. Kann sein, dass ich dazwischendurch ein paar andere Sachen mal hier zeige. Auf jeden Fall abonniert meinen Kanal und leitet gerne alles weiter an Leute, die es auch interessieren könnte. Ladet eure Freunde ein, sich das hier anzuschauen. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Video.